In der letzten Folge waren wir bei einer Tempelruine, die so ein bisschen ja, abgewrackt war. Aber diesmal sind wir zu einer gegangen, für die man bezahlen musste, die in besserem Zustand war. Und kleiner Funfact hier, das, was ihr jetzt hier überall seht, das habe ich in einem Kurzfilm von mir verwendet, den ich im Februar hochgeladen habe. Könnt ihr hier abchecken, nach diesem Video. Hier geht gerade irgendeine Action. Da vorne ist wieder so ein Markt. Und ich glaube hier ist dann die Tempelanlage. Ich wurde dann irgendwie spontan gepackt von dieser Atmosphäre und dachte mir, okay, jetzt muss ich irgendwas machen. So, ich mache jetzt hier einen Sturmlauf auf die Festung, da wo die jetzt gerade hochgehen. Ich werde mich dann in Richtung da oben begeben und gucken, dass ich mein Ziel erreiche und die Flagge quasi capture. Ich denke, man sieht, ich hatte Spaß. Es sah zwar in meinem Kopf alles etwas spektakulärer aus, als es jetzt beim Nachbetrachten dieser Bilder aussieht, aber es war auf jeden Fall witzig. Also wer kann schon behaupten, dass auf so einer alten Ruine rumgeturnt ist? Ihr nicht. Das hat schon eine besondere Atmosphäre hier mit dem Gesang da hinten in dem Tempel und in dem Ding hier, da gibt es einfach Fledermäuse. Ich hoffe, man kann das hören. Und da liegt eine tote Taube und irgendwelche Opfergaben drin. Und es riecht auch ziemlich ekelhaft. Nach Pisse. Aber es ist schon krass. Sehr cool. Wie in so einem Film. Oder Videospiel halt. Round 1, fight! Nachdem ich mich da so ein bisschen ausgetobt habe, sind wir dann weitergegangen in den Park, der ja direkt vor den Ruinen war. Da war so ein See und so, könnt ihr hier sehen. Und ja, da ging es weiter. Also was die Leute hier teilweise machen, einfach hier eine Runde im See schwimmen. Im Drecksloch. Und dabei irgendwas transportieren. Die Thai hatten früher auf jeden Fall schon so ein bisschen so ein Fable für so ein bisschen Bling Bling, wenn man sich das mal anschaut hier mit Gold, Glitzer, keine Ahnung, was da alles drauf ist. Aber all gold everything, würde ich mal sagen. Bling. Jeder, der schon einmal in einem warmen Land war, kennt das. Die Eidechsen. Man versucht sie zu fangen, man kriegt sie nie. Und also ich habe noch nie eine bekommen. Ich versuche es trotzdem. Mein Abend hier in Thailand Lichterfest, so ein Feiertag. Und da kommen dann diese Schiffchen. Und da wird dann irgendwie eine Kerze angezündet. No. Und wir fahren dann über den. Wir werden dann auf den Fluss gelassen und erleuchten quasi. Erwecken den Fluss zum Leben. Oder keine Ahnung warum, aber was genau dahinter steckt. Google, Wikipedia. Wir werden auf jeden Fall das Ganze mal anschauen. Später, wenn es dunkel ist und eventuell auch das ein oder andere Bötchen selber auf die Reise schicken. She. Mega cool, wenn man jetzt hier. Wow.